Und damit herzlich willkommen zurück zum letzten Kapitel von Amy. Wir müssen noch gegen diesen Riesenzombie gewinnen. Und das werden wir auch jetzt gleich tun. Indem wir das Spiel laden. Ladebalken, 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 Ladebalken. So, als erstes, was wir tun, ist Amy in den Saal da schicken. So, die schicke ich jetzt erstmal da rein. Und dann gehe ich hier in den Raum und hole den Defi. So, und eine Spritze. Und dann hole ich noch diese Spritze und dann packe ich erstmal hier den Defi hin. Und dann heißt es warten. Nein! Alter! Na, leck mich doch! Na, das geht ja schon gut los. Wieso kommt er auch da hinten durch die Tür? Ich glaube, den kann man auch, indem man ihn in die Bomben reinwirft, töten, aber das könnte ich ja mal probieren. Auf jeden Fall jetzt erstmal schicke ich Amy wieder in den Saal. Ja, wo war denn jetzt die Tür? Hier war die Tür. Hä? Ah, hier. Gut, dann hole ich mir schnell den Defi. So, und die Spritze habe ich auch. So, ich gehe mal schnell hier rein. Dem müsste dann eigentlich was passieren. Ich weiß jetzt nicht, durch welche Tür der kommt. So, ich glaube, den kann ich da reinboxen und dann müsste ihm was passieren. Na, komm schon. Na, komm. Das müsste eigentlich funktionieren. Hä? Na, das sehe ich ja, wie das funktioniert. Der Tipp stand nämlich im Internet drinne, aber das funktioniert anscheinend super. Ja, das wird ja nochmal interessant werden. So, Amy, dann gehst du mal schnell wieder da rein. Dann werde ich, glaube ich, doch das mit dem Defi ausprobieren. Das wird wahrscheinlich einfacher sein. Ach so. Na jetzt. It's just like a game, Amy. We have to hide and then run. And we can't get caught. Natürlich, wir dürfen uns nicht fangen lassen. Okay, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Benutzen. Und dann hier warten. Ich finde das super, dass er so schön langsam läuft. Na, jetzt lauf weg. So, hier lang.
So. Klappt auf jeden Fall super. Benutzen. Spritzen. So, und dann rein. Und schnell. Ganz schnell. Eine Spritze habe ich noch. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange, den zu töten. Beweg dich! Lauf weg! Boah, Alter, das ist schon... So, ich finde das jedenfalls praktisch, dass er dann mal kurz langsam läuft. So, dann kannst du mal die Spritze schnell nehmen. Na jetzt. Na, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das? Wenigstens kann sie ihn wegschubsen. So. Drück das Knöpfchen. Boah, Alter. Natürlich. Ganz toll. Ganz super hat das funktioniert. Ach, Mensch. Nochmal von vorne den ganzen Mist. Aber ich frage mich, wie oft muss ich den denn treffen? Na komm, jetzt her. Lauf nicht so langsam, du blödes Balk. Megamäßig angefressen. So. Dann jetzt wieder ganz schnell. So, die Stelle hier ist, glaube ich, perfekt. So, jetzt kommt er. Bewaffne mich schon mal und jetzt warten wir. Na los, komm schon. Ach, jetzt kommt er durch die Tür. Der kommt auch jedes Mal durch eine andere Tür. Wieso läuft denn der so langsam? Lauf weg! So, ich hole erst nochmal schnell die Spritze hier. Weg da aus dem Weg! Ganz schnell. Los, los, los! Aua! Na, wenigstens geheilt, aber nur einen Schlag abbekommen. Das geht ja noch.
bloß keinen Stromschlag bekommen. Weil sonst sehen wir ziemlich alt aus. Los, jetzt los, 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 los! Oh, ist das spannend! Actionreich! So, eine Spritze habe ich noch. Ich muss jetzt mindestens zweimal schaffen, den zu treffen. So. Wieder hier lang. Mehr so Jump and Run. So, jetzt aber los. Lauf! So, passiert mir jetzt hier was, wenn ich hier stehe? Wie, ich habe noch drei Spritzen gehabt. Verstehe ich jetzt nicht. So, mach an. Und jetzt mitten ins Gesicht. Ja, geschafft. Stirr. Erfolg vorgeschaltet. Überlebende. Normal. I got Amy to the doctor. And for the first time, I had the feeling that we weren't alone. If anyone could find out what Professor Raymond had been doing to Amy, Ellen could. And knowing what was wrong was halfway to making her better. Whatever he's looking for, he was willing to destroy a town to discover it. I had kept my promise to a little girl. She was in good hands now. But somehow I knew it wasn't over. Amy has become a part of me, and I won't let anyone hurt her. Not anyone. Ever again. Get your ass down there. Roger. Move out. Hello, ladies. It looks like you could use some divine intervention. Und nun kommt was? Die Credits! Ja! Das war das Let's Play Amy. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei diesem kleinen Survival-Horror-Game. Es war jetzt nicht so gruselig gewesen, aber es war doch schon etwas anspruchsvoll. Zumindest bei anderen Stellen, wenn ich da zum Beispiel an Kapitel 5 denke. Das war schon ein bisschen schwieriger gewesen. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel. Und ich habe jetzt noch so einige Spiele im Petto. Auch noch ein anderes Horror-Game, das wird so ähnlich sein, ja, ich sag mal so ähnlich wie, ja, wie wird denn das so ähnlich sein? Wie Paranormal auf dem PC, so ähnlich ist das ungefähr. Das wird dann demnächst irgendwann kommen, wann genau, weiß ich noch nicht. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zusammen das Spiel zu spielen. Und jetzt schauen wir uns zusammen noch die Credits an und ich verabschiede mich dann schon mal, also bis zum nächsten Let's Play. Tschüss. Und passt nachts auf euch auf. Tschüss.